Altersmedizin, wie der Name sagt, behandelt ältere Patienten. Und ältere Patienten zeichnen sich dadurch aus, dass häufig mehrere Erkrankungen parallel, also gleichzeitig vorhanden sind. Und das ist im Grunde genommen fast eine Gemengelage von Symptomen, von unklaren Symptomen gibt, die man sehr detailliert trennen muss, diagnostizieren muss, um wirklich das wesentliche Krankheitsbild dann erfassen zu können. Und diese Parallelität von Erkrankungen, die erzeugt eben leider auch häufig Einschränkungen in der Beweglichkeit, vielleicht auch in der Handlungsfähigkeit der Hände, dass wir Probleme beim Sprechen haben, zum Beispiel nach einem Schlaganfall, oder dass wir auch Probleme haben, dass unser Denkvermögen nicht mehr so ist, wie wir es immer gewohnt waren, dass sich also gegebenenfalls eine Hirnleistungsstörung entwickelt hat. Um all diese verschiedenen Aspekte kümmert sich die Altersmedizin.